Herzlich willkommen zur zweiten Folge Planet Zoo auf der wunderschönen Wintermap, wo wir in der letzten Session unser erstes kleines, süßes Polarfuchsgehege gebaut haben. Ja, wir machen jetzt hier einfach weiter an der Stelle. Ich fahre ja doch übelst die Soundkulisse. Also, bevor ich irgendwas mache, gehe ich mal eben auf Zoo. Und ich hätte gerne erstmal wieder, dass es hell ist. Machen wir mal ungefähr 14:20. Also zumindest jetzt kurz beim Gebäude bauen. Ist es, glaube ich, angenehmer, wenn wir ein bisschen mehr sehen. Ich soll auch nochmal im Hellen zeigen, wie das aussieht. Ist ja wirklich sehr, sehr weiß. Aber auch sehr idyllisch. Ich denke aber wirklich früher oder später, Leute, würde ich, glaube ich, ja echt sehr, sehr gerne einen sehr, sehr dichten Wald draus machen. Spielt ihr jetzt miteinander? Wir sollen ja ständig in diesen Karton reinspringen. Jetzt machen wir was. Wir sind noch schüchtern. Wir müssen sich ja doch erstmal kennenlernen, die zwei. So. Okay, Leute. Dann, lass mal loslegen hier. So rein finanziell sieht es erstmal gut aus. Ne? Wir haben $177.000. Das ist erstmal gut. Die Gäste sind auch zufrieden. Das Einzige, was nicht so nice ist, ist die Bildung. Aber das ist irgendwie immer so am Anfang, wenn wir zu Lautsprecher habe ich auf jeden Fall schon platziert. Ich würde jetzt erstmal die ganzen Shops hier, würde ich mal eben zur Seite räumen. Ich mach mal Pizza Pen und so, machen wir erstmal hier rüber. Dann machen wir noch die Bäume. Und dann schaue ich jetzt gleich mal Gebäude durch. Ich weiß ja schon grob, welche ich gerne nehmen würde. Was wir da jetzt hin platzieren. So, dann haben wir zum Beispiel das Gebäude hier. Die sehen halt alle cool aus. Übrigens, die sind alle mehr oder weniger von einem Typen erstellt. Ich kann euch gerne mal das verlinken in der Videobeschreibung. Also die ganzen Mods im Workshop, diese ganzen Gebäude. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Und zwar das Gebäude hier, Nordic Large Double Shop Shell. Da haben wir nämlich so ein schönes Eckgebäude. Und die Idee wäre jetzt, dass wir das einmal so platzieren, wie das jetzt hier ist, und dann noch eins so hier irgendwie platzieren, dass das wie, ne, dass wir zwei zusammensetzen. Das würde ich mal probieren. Der Trick ist jetzt erstmal nur, wir haben hier zwei Shops drinnen, ne? Links und da vorne ist auch noch einer. Dass wir die Höhe von dem Weg immer erwischen. Wenn wir zu hoch machen, dann ist hier immer so eine doofe Brücke. Deswegen erstmal so ransetzen. Und sobald keine Brücke mehr zu sehen ist, also jetzt ist noch Brücke zu sehen. Jetzt ist keine Brücke mehr zu sehen, oder? So, und ich würde das jetzt einfach mal hier reinsetzen. So, ich mache mal schnell hier Terraforming. Wir hatten ja hier ganz am Anfang, hatten wir hier testweise so einen kleinen See reingeballert. Ein bisschen größer bitte, ein bisschen stärker bitte. Die Höhe hätte ich gerne. Mal vielleicht noch gucken, ob das Gebäude da noch gut aussieht oder nicht. Machen wir erstmal so hier. Die ganzen Pflanzen muss ich auch noch wegmachen. So. So, und die Wiese hätte ich gerne auch weg. Mal ein Gras kurz. Machen wir erstmal so hier. Das sieht... Hier ist es halt noch nicht sauber vom Terraforming. Wartet mal. Ich mach das mal weg, das Gebäude. Sorry. Und passe das mal noch schnell an, dass das alles eine Höhe ist. Aber wenn wir das jetzt schon machen... Ey, wo ist der Schnee hin? Oh, es ist Juli und wir haben 10 Grad Celsius. So, bam. Okay, und jetzt machen wir hier daneben, das war jetzt die Grundidee, jetzt machen wir den Baum hier noch weg. So. So, okay, und jetzt würde ich hier einfach das Gebäude nochmal daneben setzen und das hier so anschmiegen. Ich würde das jetzt einfach mal akzeptieren. So. Schon haben wir so einen großen Komplex und wir haben jetzt hier Platz für 1, 2, 3, 4 Shops insgesamt. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie gucken, dass wir es auch nicht verbinden müssen. Also müssen die Shops noch einstellen. Wir haben jetzt hier ein Infozentrum. Das würde ich lassen. Würde ich dann stattdessen das hier wegnehmen. So, das brauchen wir nämlich nicht mehr. Hier haben wir Looney Balloons. Das würde ich lassen. Das Infozentrum nehmen wir raus. Und hier haben wir Looney Balloons natürlich nochmal. Dann würde ich stattdessen hier dann sagen, dass wir einmal Heads and Testic hier reinhauen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ich glaube, das ist in Ordnung. So, dann würde ich noch den Soda Shop nehmen. Einfach M drücken, aus der Gruppe raus, Gruppe hinzufügen. Muss ich schauen, ist noch 1 Meter Rasterhöhe eingestellt. Ist es? Nee, Rastergröße muss ich 1 Meter machen, glaube ich, ne? So, jetzt müsste ich es eigentlich reinbekommen. Und ich glaube, so ist es perfekt drin. Wenn ich so baue. Schauen wir.
Das sieht eigentlich clean aus. Und es hat aufgehört zu schneien. Sehr schön. Muss ich mir sagen, der Schnee... Es hat halt Schnee so an sich. Der behindert ja immer so ein klein wenig die Sicht. Was beim Bauen immer ein bisschen stört. Aber so ist das halt jetzt hier, ne? In dem Wintergebiet. So, Leute. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie mit dem Weg verbinden. Ja, ich weiß nicht. Will ich direkt so eine Connection haben? Ich probiere es mal. Mal gucken, wie es aussehen würde. Machen wir so. Ich probiere es mal aus, so. Und... Nee, das gefällt mir nicht. Wir machen das mal ein bisschen schmaler. Mal so 6 Meter. So. Dann können wir das hier mit verbinden. Das wäre auch okay. So. Und das hier mit verbinden. Sieht dann so hier aus. Das ist eigentlich erstmal in Ordnung so, ne? So, dann würde ich die Fackel zur Seite platzieren. Und wir werden jetzt gleich mal gucken, ob das gut aussieht, wenn die Leute jetzt hier einkaufen gehen oder nicht. Davor denke ich aber, würde ich jetzt nochmal eben hier probieren, wie das aussehen würde, wenn wir jetzt hier noch so ein zweites Gate hinsetzen. Hier ist ein bisschen hoch, ne? Wenn wir ungefähr das hier machen, so, und jetzt das noch ein bisschen nach unten. Ich würde mal sagen, von der Höhe ungefähr so. Und die Linksfüße auch in Ordnung aus, damit kann ich leben, dann würde ich das mal akzeptieren. So, können auch nochmal eben ganz kurz dunkel machen, gucken, wie das aussehen würde. So hier, und so hier. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ne? Also man könnte auch sagen, ja, man macht nur eins so ein Gate, weniger ist mehr und so. Aber ich finde, irgendwie gefällt mir das. Ich weiß ja nicht, ich werde das wahrscheinlich jetzt nicht durchziehen, dass wir das überall haben. Aber ich habe ja gesagt, ich will ja auch ein bisschen mehr im Dunkeln spielen. Ich mag das eigentlich, wenn das so ein bisschen auch mal hier und da leuchtet. Ich suche auch jetzt hier die Läden. Da würde ich vielleicht noch ein, zwei Fackeln hinsetzen und so. Aber ich finde das irgendwie ganz schön mit den Glühbirnen. Mit den Lampen davor. Warum liegt hier eigentlich kein Schnee an dieser Stelle hier? Ist irgendwo noch eine Heizung. Da ist noch eine Heizung. Da ist auch noch eine Heizung. Okay, die machen wir eben weg. So, Leute. Okay. Das sieht jetzt schon mal hier auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Ich will natürlich Step by Step hier sämtliche Shop-Gebäude und Staff-Gebäude und so, ne? Würden wir natürlich dann austauschen, ne? Mit sowas hier. Dass das dann irgendwann überall diesen idyllischen Look bekommt. Ich würde mal noch schnell eine Toilette bauen. Hätte ich irgendwie Lust drauf. Team Workshop. Toilette. Da können wir zum Beispiel diese A-Frame-Toilette einfach nehmen. Wollen wir die so in den Wald reinbauen? Ist eigentlich ganz gut, oder? Machen wir ein bisschen runter wieder, ne? Also rangehen, dann schauen, dass der Weg jetzt hier, wie keine Brücke ist. Ungefähr die Höhe. Dann würde ich den jetzt einfach so ein bisschen reinbauen, so üblich in den Wald. Muss man vielleicht noch ein, zwei Bäumchen wieder wegmachen, könnte ich mir vorstellen. Machen wir so. Dann machen wir den Baum hier weg. Der hier kann sogar fast bleiben, den würde ich einfach noch ein kleines Stück zur Seite machen. Den müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Machen wir aber einfach noch zur Seite. Und mal hier hin. Ansonsten sieht das eigentlich fast schon gut aus, wenn ich mir das so angucke. Ich mach mal hier so, eben dass es hell ist, dass wir kurz mal wieder ein bisschen mehr sehen. Machen wir so hier. Das macht sich eigentlich ganz gut da, die Hütte, oder? Ich würde mal hier noch eine kleine Heizung wieder reinbauen. Und einfach die hier setzen jetzt hier so hin. So, Leute. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt hier die Toilette wegnehmen. Hopp. Jetzt hätte ich hier gerne mal einen großen Schneefelsen. Mal gucken, ob wir das da ein bisschen schneller hinbekommen. Mit dem Schnee. So hier. So. So, und den Rest würde ich, glaube ich, mit Pflanzen einfach irgendwie ein bisschen kaschieren, könnte ich mir vorstellen. Wir können einfach mal das hier nehmen. Immer so eine kleine Schwarzfichte. Machen wir hier noch eine hin. Haben wir die noch kleiner irgendwie? Ah ja, sehr schön, die ist süß. So. So. Ja, wie gesagt, das würde früher oder später, aber das ist voll der dichte Wald hier. Wobei ich auch dafür bin, wenn wir dann hier so einen dichten Wald machen, da müssen dann hier auf jeden Fall auch noch mehr Steine rein und so. So, dann sieht der Abschnitt erstmal so hier aus. Finde ich schon mal ganz schön eigentlich. Was mir nicht gefällt, dass hier kein Schnee ist an der Stelle. Ja, ist das cool. Ohne Scheiß, Leute. So, und schon haben wir da Schnee. Genau das gleiche würde ich hier auch mal machen. Aber ich finde das irgendwie schön, wenn da am Rand so der Schnee ein bisschen höher ist. Ich finde, das sieht cool aus. Mir gefällt das. Machen wir auch noch ein bisschen. So, jetzt sieht das so hier aus. Ah, das ist cool. Nee, also wenn hier so am Rand das ein bisschen höher ist, der Schnee, dann ich finde, das sieht das gleich nochmal viel schöner aus.
Ich mag das auf jeden Fall. So, die Mülltonne, die ist noch ein klein wenig im Weg, ne? Die kommen wir mal, machen wir hier in den Schnee rein. So, und hier hätte ich, glaube ich, auch gerne noch eine Heizung. Machen wir hier noch eine hin. Und hier. So, hier werde ich auch überall noch ein bisschen Schnee einarbeiten. So, okay. Und hier hätte ich auch gerne noch eine Mülltonne. Komplett im Schnee drin. Die einzige Frage ist, ob wir jetzt hier irgendwie Fackeln hinsetzen wollen oder nicht. Oder ob wir das so lassen wollen. Wobei das sah eigentlich ganz süß aus im Dunkeln, ne? So mit diesen kleinen Dübern da einfach an der Ladentheke. Das ist eigentlich schon ganz in Ordnung. So, okay, alles klar. Sieht das erstmal so hier aus. Hier ist jetzt die Toilette. Hier ist jetzt hier ein neuer Shopkomplex. Hat sich jetzt schon mal ein klein wenig weiterentwickelt. Ich würde hier hinten wahrscheinlich mal noch ein paar Bäume hinsetzen. Okay, herrlich. Oh, ist mal so hier. So langsam sieht es wirklich aus wie ein kleiner dichter Wald. Sehr schön. So, okay Leute, alles klar. Wie gesagt, hierum kümmern wir uns dann später, ne, um diesen Bereich hier alles. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit einfach nur Gebäude platzieren. Ich habe jetzt Lust, noch ein zweites Gehege zu bauen. Cool, jetzt will ich auch auf dieser Insel da rumspringen. Also da müssen wir dann auch sehr viel arbeiten. So schön mit Wasser und das so... Huch, was geht denn mit hier? Was geht denn mit hier? Und dann alles hier schön mit Eis auskleiden unten und so. Das sieht halt dann auch echt toll aus. Ich finde das super. Wie ist denn aktuell das Wohlbefinden von den Guten? Ausgewachsen 3 Jahre, Wohlbefinden 96%. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Und die Polarfüchse wahrscheinlich auch. Ja. Also wenn das nicht süß ist, dann weiß ich auch nicht. Und ein Foto machen. So, hier würde ich mal noch ein bisschen Erde reinsetzen. Das sieht ja sonst ein bisschen komisch aus, wenn hier Gras vor der Tür ist. Und hier genauso. Nochmal hier den Weg noch ein bisschen mit Erde machen. Ist jetzt kein Riesenunterschied, aber ich finde das schöner, als wenn hier alles nur mit Sand ist. Was wir mal ausprobieren könnten, wäre, dass wir so an den Rand, wo viel Schnee ist, dass es dann ein bisschen schlammiger ist, wie das dann so aussieht. Mal ausprobieren. Aber, ja, ich glaube, das gefällt mir sogar ganz gut. Hier überall am Rand, wo Schlamm ist. Hier würde ich noch eine Heizung hinsetzen. Muss noch gucken, weil manche, die gucken aus dem Boden raus, das wollen wir natürlich nicht. Machen wir mal bis hier hin. So, und das Stück hier am Weg würde ich wegmachen. Einzige Frage ist, ob wir hier auch noch Heizung hinsetzen wollen, wo hier der Schnee jetzt hier oben drauf liegt. Aber ich ziehe das mal eben durch mit dem Schlammweg. Ich finde das irgendwie gerade cool. Und keine Sorge, Leute, wir machen heute auch noch zweites Tiergehege. Aber ihr kennt mich ja. Ich verliere mich ja gerne mal hier in solchen Sachen. Das gehört halt bei mir irgendwie mal so ein klein wenig dazu. Machen wir hier so hier. So. Und hier würde ich es aber erstmal lassen, bis ich das noch ein bisschen ausdekoriert habe. So, und das sieht jetzt so hier aus. Moment, da würde ich hier auch eben noch... Moment, da würde ich mir auch nochmal hier den Schnee schaben. Dann ziehen wir das jetzt hier auch noch durch an der Stelle. Ungefähr die Höhe hier. So. 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 Und hier auch noch. Theoretisch können wir uns auch mal hier ein paar Felsen schnappen. Und die auch einfach nur so ein bisschen random platzieren. Hab ich bisher noch gar nicht gemacht, sowas. Aber dann sieht das nämlich gleich auch nochmal etwas wilder aus. Gerade wenn wir das so ein bisschen in den Schnee reinmachen. Und ein Steinchen, hier ist auch noch einer. So, okay, Leute. Ich hatte jetzt eigentlich wirklich nicht vor, so viel Zeit da zu investieren. Aber hier vielleicht. Da wo, auch unter dem Baum und so, darf ja mal ein bisschen Schnee liegen.
Und dann da finde ich okay, wenn kein Schnee liegt. Ansonsten würde ich das erstmal so lassen. Ich mache mal hier noch. Da ist ein bisschen was rüber. So. Okay, alles klar. Gut, Leute. Ich hatte noch nie so viel Spaß dabei, Schnee zu platzieren. Ah, ich ist auch das erste Mal, dass ich das mache. Was ist das hier? Ah, das war ein Ballon gewesen. Krass. Okay, das sah irgendwie komisch aus. Also sah es aus wie ein Hut oder so. Hier, da, schaut mal. Wie fancy sehen denn diese Ballons wieder aus? Das erste Mal, dass ich solche coolen Ballons sehe. Mit so Tigerköpfen oder so. Aber wenn der Schnee hier und da mal ein bisschen über den Weg drüber geht, finde ich das irgendwie auch ganz cool. Muss ich sagen. Ich glaube, das werde ich auch öfters mal einbauen. Ja. Irgendwie so hier machen oder so. Ich glaube, das werde ich hier und da auch mal einbauen. Oder? Sieht dann gleich nochmal so ein bisschen individueller aus, der ganze Weg und so. Eigentlich ist ganz cool. so hier machen. Ich glaube, der Mülleimer steht auch ein bisschen komisch, oder? Ganz klein wenig. So, aber wie gesagt, hier rum wollte ich mich erst später kümmern. Ne? Das lassen wir jetzt erstmal so hier. Aber den Mülleimer mal hier hin. Finde ich irgendwie passender. Nee, viel, viel, viel cooler. Guck mal jetzt, wie witzig das aussieht, wie der Weg jetzt hier lang geht. Also sieht halt viel natürlicher aus dann. Sehr schön. Okay, cool. So, Leute, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns jetzt mal um ein zweites Gehege langsam bemühen. Ich habe auch schon eine Idee, was ich gerne als Tier hätte. Und zwar hätte ich sehr, sehr gerne das Rentier. Die hatten wir bisher auch noch nie und würden wunderbar in unseren Zoo reinpassen. Gruppengröße 3 bis 12, bis zu 1 Männchen, bis zu 11 Weibchen. Die können aber leider nicht mit anderen Tieren zusammenleben. Okay, das ist schade. Tiger, Tundra. So, Gehegegröße. Wenn wir gehen mal davon aus, wir haben 12 Erwachsene und wie viele Kinder kommen da raus? Pro Wurf? Anzahl des Nachwuchses pro Paarung 1. Okay, gar nicht so viele. So, wir haben 12 Erwachsene. Sagen wir mal, wir haben 5 Kinder. Dann brauchen wir ein Gehege von mindestens 1200 Quadratmeter. Alles klar. Rentier, hier haben wir es. Bestätigen. So, schauen wir mal, wie das Angebot so ist. Für 8000 könnten wir uns... der ist sogar weiß. Weißes Rentier, weißes Fell. So, dann würde ich erstmal das Weibchen hier nehmen. Ist halt nicht sonderlich groß, ne? 25%. Aber ist erstmal das Beste, was jetzt hier angeboten wird. Und ich würde dich auch noch nehmen. Ich überlege jetzt noch gerade, ob ich auch das Männchen nehmen möchte. 8000 Adelhaltungspunkte ist halt ganz schön teuer, ne? Aber irgendwie habe ich auch Lust, mir das weiße Rentier anzuschauen. Ich glaube, für das Video würde ich es jetzt einfach mal nehmen. Auch wenn die Werte jetzt nicht so krass sind und es absolut überteuert ist, gönne ich es mir jetzt einfach mal aufnehmen. So, okay. Und dann schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Und dann kriegen wir vielleicht dann auch kleine Babys mit weißem Fell. Ne? So, ey, guck mal hier. Die Eltern, die haben eine Tierattraktivität von 4000 Punkten ungefähr. Aber die Babys, was habt ihr? 3800. Ich glaube, die Babys haben dann sogar 5000 oder so. Dann kommen da nochmal deutlich mehr Gäste in den Zoo. Wir haben aktuell 414 Gäste. Dafür, dass wir erst ein Gehege haben, ist das schon ziemlich ordentlich auf jeden Fall. Dafür ist das ziemlich ordentlich. So, okay, Leute. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne das jetzt hier noch ein bisschen ausbauen. Ich glaube, ich würde das Gehege für die Rentiere dann irgendwie hier so hinsetzen, in diesem Bereich. Und ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn wir den Weg jetzt hier wegmachen. Ihr wisst ja, ich arbeite ja auch immer gerne so ein bisschen mit Höhenunterschieden und so. Und dass das vielleicht ab hier ein bisschen nach oben geht, so ein ganz klein wenig. Okay, ich würde jetzt mal hier ansetzen ungefähr. Ich versuche jetzt hier gerade nur eine smooth Schräge reinzubekommen. Damit wir hier dann den Weg schön smooth nach oben bauen können. Ich nehme ungefähr die Neigung hier. Mal sehen, ob die zu krass ist oder nicht. Das müsste eigentlich klar gehen, oder? Wenn wir jetzt hier den Weg dann so hochbauen, das sieht eigentlich dann ganz gut aus, glaube ich. Machen wir jetzt hier wieder das auf eine Ebene. So, aber ich glaube, wenn wir den so hochbauen, würde gut aussehen. Ich kletter mal ein klein wenig drüber. Ich habe übrigens gerade ganz kurz Pause gemacht, weil Mitarbeiterweg ist gerade nicht verbunden. Wollen ja nicht jetzt, dass unser Zoo jetzt hier kollabiert. So, Wege. Jetzt gucken wir mal, das würde wunderbar hier nach oben gehen. Schaut mal. Okay, machen wir so. Das geht nicht. Bis hierhin würde gehen, ne? Das würde auch gehen. So, Moment, wie sieht das aus? Also, so wie das jetzt hier nach oben geht, das ist nicht so übertrieben. Das sieht auf jeden Fall in meinen Augen gut aus. So, dann würde ich jetzt hier noch so eine Kurve machen. Und dann so hier.
glaube, das gefällt mir ganz gut erstmal. So, ich würde das mal schnell hier alles anpassen, weil ich finde das schon cooler, wenn das sich hier so ein bisschen durchzieht, die Höhe. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben. Moment, wir nehmen mal die Höhe, die wir hier haben. So. Das können wir dann auch nochmal ein bisschen smoother machen. So, und diesen Abschnitt hier würde ich jetzt einfach ausgleiten, so mit Schneefelsen. Ich denke, das könnte dann ganz gut aussehen. So, okay, alles klar. Ist erstmal in Ordnung. Ich mach mal so, und bam. Und was macht das jetzt hier einfach smooth? Muss ich ein bisschen kriegen. Wenn ich jetzt hier bam mache, wieder weg. Ja, so gefällt mir das schon mal ganz gut. So, okay, dann könnten wir jetzt hier theoretisch dann den Ausguck machen. Ich finde das übrigens sogar ganz geil, ne? Wenn hier wieder eine Schlucht wäre. Also wenn wir hier dann, gehen wir hier noch ein kleines Stück runter. Und hier die Höhe nehmen. Und jetzt hier wie so ein Fluss lang ziehen. Also wir können quasi hier die Höhe von der Schlucht ziehen wir hier durch. Dass wir die hier haben. Dann machen wir hier da eine schöne Brücke rüber. Und hier geht dann wie so ein Fluss lang. Ein bisschen niedriger. Wir kriegen gleich Nachwuchs. Okay. Moment. Ich mach ganz kurz Pause. Ich zieh das mal eben noch schnell jetzt hier durch. Mal groß ungefähr so. Dann schlängelt sich hier so ein kleiner Fluss durch. Kann man dann vielleicht noch ein bisschen kurviger machen und alles. So, was daraus wird, weiß ich noch nicht. Ob wir dann hier wieder einen See hinsetzen oder so. So, zur Abwechslung wäre das vielleicht mal ganz schön, oder? Dass dann hier ein großer See ist. Dann vielleicht auch so als Grenze. Könnte man natürlich auch drüber nachdenken. Ich bereite das einfach mal schon mal so vor. So, dann geht hier eine Brücke rüber. Und hier irgendwie ist dann das Rentiergehege, was ich dann aber auch hier ein bisschen einarbeiten würde. Also das wäre dann halt hier ein bisschen weiter unten. Wir können bis hier hin machen. Ja, das hat schon was auf jeden Fall, wenn dann wieder schön viel Wasser ist, weil es einfach schön aussieht. Sieht wirklich toll aus. Guck mal, wenn wir jetzt noch anpassen. Kristall und Transparenz. Ja, ich mache Transparenz 1, 2. Aber ich würde dann noch die Farbe ändern wollen. Farbe machen wie dieses übertriebene Blau. Wobei, das ist zu krass, ne? Aber das hier können wir vielleicht nehmen. Das ist eigentlich ganz cool. So, und dann könnten wir hier dann auch noch ein Gehege hinsetzen. Hier kommt das Rentiergehege hin. Und dann können wir uns auch erstmal auf diesen Bereich dann fokussieren, dass wir den dann irgendwann noch hübsch machen. Vielleicht könnte man hier auch noch über ein Gehege nachdenken. Muss ich mal schauen. So, dann lass uns erstmal jetzt gucken wegen unseren Babys. Die jetzt gleich kommen sollen. Nachwuchs erwartet am Märzjahr 15. Das müsste jetzt soweit sein, Leute. Und stellt euch mal vor, wir würden dann diesen Fluss so auskleiden, wie ich auch das mit dem See hier gemacht habe und so, wie krass das dann aussehen würde. Das könnte interessant werden. Wir werden uns aber hier wirklich von Folge zu Folge arbeiten, ne? Das habe ich ja schon in der ersten Session gesagt. Mir ist es wichtig, dass jetzt nicht erwartet wird, dass ich gleich wieder ein Riesenzoo baue, weil das habe ich nicht vor. Das Spiel kann ganz schnell wieder anfangen zu ruckeln oder ständig abzustürzen und so. Und dann habe ich halt wieder keine Lust mehr. Dementsprechend von Video zu Video. Und wenn es irgendwann zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Und selbst wenn das jetzt nach der Folge schon sein soll. Ne? So, da sind die Babys. Eins. Zwei. Da ist Nummer drei. Nummer 4. Ach, guck mal, ey. Ne? Also diesen unten haben die weißes Fell und oben haben die so dunkles Fell. Du hier genauso. Und du hier hast, glaube ich, komplett dunkles Fell. Ne? Aber könnte halt sein, dass aus denen dann die werden, die dann komplett weißes Fell haben. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Das ist jetzt... Ach du. Das hier ist Umi. Wir merken uns das einfach mal. Mal gucken, wie Umi aussieht, wenn Umi erwachsen ist. Ne? Tier ist gestresst. Es gibt nicht genug Lebensqualität durch Futter für alle Tiere. Okay. Aber wir müssen doch sowieso mal ein bisschen was noch freigeschaltet haben wegen der Forschung und so. Hola, Fuchs. Was haben wir denn noch? Kegelfutterspender. Okay, platzieren wir hier noch einen hin. So, dann würde ich noch so einen Bambus hier hinsetzen. Okay, jetzt sind wir wieder auf 100%.
Das Problem ist, das Bambus, das rollt halt immer, gucken, wie hier planschen. Das rollt halt immer wieder in das Wasser rein. Ich glaube, das ist ein bisschen blöd. Ich mache mal vorsichtshalber hier haben wir auch noch Futterspender. So, dann würde ich mal diesen Futterspender-Bambus würde ich auch mal hier hinräumen. Vielleicht rollt er dann nicht mehr hier rein in den Tümpel. Das wäre schön. So, jetzt geht's euch wieder gut, oder? Wohlbefinden 99%. Sehr schön. Darüber freue ich mich. So, Leute. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal hier an der Stelle weiter. Wir können ja schon mal versuchen, die Brücke hier durchzuziehen. Einfach nur aus Interesse. Ich mache die aber immer gerne gerade, falls ich die dann später schön machen möchte. Winkelausrichtung 90%. So, damit kann ich eigentlich erstmal schon leben. Das ist in Ordnung. So, gut. Und wie gesagt, und jetzt würde ich hier gerne dann das Gehege hinsetzen. Wie wir das dann alles gestalten, da schauen wir dann in der nächsten Session wahrscheinlich, ne? Aber darum würde ich mich dann wahrscheinlich als nächstes kümmern. Aber erstmal machen wir jetzt hier den Bereich. So. Ich hätte irgendwie Lust, jetzt hier schon mal so ein kleines Shop-Gebäude hinzusetzen. Ich glaube, das macht sich hier dann früher oder später ziemlich gut. Dann wäre quasi jetzt das hier der Bereich, wo die Leute dann reinschauen können. Würde ich das hier reinbekommen, das Gebäude? Sieht das gut aus, ja, so würde gehen. Wartet mal. So. Was ist denn das? Das ist ein Vivarium-Gebäude. Okay, und wo können die... Ah, hier können die Leute reingucken. Da. Okay, das finde ich ziemlich cool. So, ich will mich jetzt aber erstmal um das Rentiergehege kümmern. Sonst artet das ja alles wieder komplett aus. Ah, das ist aber ganz süß. Das ist ein sehr, sehr schönes Vivarium-Gebäude. Das gefällt mir. So, Leute, okay. Ich würde jetzt erstens den Zaun erstmal hier hin platzieren. So, okay. Könnte sein, dass schon fertig ist. Ist schon vollständig? Noch nicht vollständig. Moment. Doppelklick und jetzt einfach mal hier rumziehen und gucken, wo es aufhört rumzugehen. Hier fehlt noch eine kleine Verbindung. Gehege. Ne, Barriere. Ohne. So. Doppelklick. Und jetzt nochmal rumgehen. Hier geht überall an, hier geht lang. Jetzt müsste es vollständig sein. Ja, ist bereit, das Gehege. So, alles klar, Leute. Hab jetzt hier einfach nur erstmal eine billige Holzbarriere gesetzt. Hier müssen wir noch irgendwie einen Stein hinsetzen oder so. Moment, ich schnappe mal eben hier diesen Schneefelsen. So. Haben wir den jetzt erstmal hier hin. Okay. Und ansonsten, hier könnte sein, dass er noch rauskommt. Es könnte sowieso sein, dass mir das dann zu groß ist. Vielleicht mache ich sogar hier eine natürliche Grenze hin, an dieser Stelle schon. Jetzt habe ich erstmal hier so einen billigen Maschendrahtzaun hingesetzt in das Wasser. Das machen wir auch noch schöner. Aber ich will jetzt erstmal gucken, ob das funktioniert und ob die Rentiere am Start sind oder nicht. Und wie die Rentiere so sind vor allem. So, ich würde sagen, wir lassen die Rentiere aber erstmal rein, ne? Bevor ich jetzt hier irgendwas an dem Gehege umende. Und schauen erstmal, wie es denen so geht und wie viel Platz die so haben und so. Wobei, das ändert sich ja auch dann auch nochmal ein klein wenig. So, Tierhandel. Tieraufbewahrung. Lass nur mal ganz kurz gucken, ob es neue Weibchen gibt. So, das Weibchen ist noch ganz okay. Luvia, aufnehmen. Man sieht übrigens hier, guck mal, 19 Arterhaltungspunkte. Kann ich mir das hier holen? Das hat, glaube ich, sogar bessere Werte als das, wo ich eben 8000 ausgegeben habe. Aber gut, so können wir uns wenigstens mal ein weißes Rentier anschauen. So, alles klar. Tieraufbewahrung. Wobei, wisst ihr was, für 19 würde ich mir das sogar holen, das Männchen. So, da haben wir noch ein zweites. Aber wir dürfen ja nur ein Männchen drin haben. Ne? Ich glaube, ein Männchen, der Rest Weibchen. So, alles klar, Leute. Dann würde ich jetzt mal an den Zoo senden. Also das Männchen, du bleibst erstmal da. An den Zoo senden. So. Let's go. Okay, ich bin mal gespannt, ob die noch irgendwo rauskommen und so. Ich muss mal wirklich sagen, hier das Vivarium-Gebäude. Das ist sehr schön hier an dieser Stelle. Müssen wir uns mal überlegen, was wir dann hier später reinholen wollen. Ne? Also mal schauen. So, Tierpfleger sind unterwegs. Wir müssen auch gleich noch neues Personal einstellen, ne? Weil mit dem zweiten Gehege werden die Leute nicht mehr ausreichen. Hier den Weg müssen wir auch nochmal anders gestalten. Na, vielleicht sollten wir da nochmal eine Ausbildung machen. Nicht gegen die Gäste einfach laufen, sich blockieren lassen.
Ich bin mal gespannt, wie die aussehen. So. Okay, das sind unsere ersten zwei Weibchen. Bist du eins mit zwei Köpfen? Ah, nee, doch zwei einzelne. cool. Ich bin super gespannt, wie die Babys aussehen. Ich glaube, können wir vorstellen, dass sie sehr niedlich sind. So, aber das Männchen fehlt auch noch, ne? Das muss noch kommen. Bevor das Männchen kommt, lass mal schauen. Gehege, kommen die irgendwo raus? Hier kommen sie raus. Okay, ich mach ganz kurz Pause. Wie viel Platz habt ihr? 3000 Quadratmeter. Das ist zu groß, Leute. Wir müssen das Gehege ein bisschen kleiner machen. Okay, ich wollte jetzt einfach mal hier ein bisschen terraformen. So, ich muss mal schauen. Die Gäste können quasi hier reingucken. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir hier auch noch zumachen. Dass einfach alles ein bisschen schmaler ist. So hier. Weil ich will auch ein bisschen die Höhe hier drin haben. Das wäre mir auch wichtig. So, und hier ist eine Grenze. Machen wir es mal so. So, jetzt ist es deutlich kleiner geworden. Ich lasse mal eben weiterlaufen. Gelände wird neu berechnet. 1900 Quadratmeter haben die immer noch. So, und die können sogar hier hoch nach oben. Aber das würde ich hier noch ein bisschen einfacher gestalten. So. So. Gehe ich mal aus dem Modus erstmal wieder raus. Dass wir erstmal sehen, wie das jetzt aussieht. Ich könnte mir vorstellen. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass das jetzt smooth ins Wasser reingeht, ne? Das wäre mir wichtig. So. Genau, weiterlaufen lassen eigentlich. Was ich cool finden würde, wäre auch, wenn wir hier wie so eine Brücke hätten, die was auf die Insel führt. Dass die nicht immer rüberschwimmen müssen. Ich glaube, das würde ich dann auch machen. Der Vorteil ist auch, wenn das Gehege jetzt nicht so übelst riesig ist, also nicht irgendwie 3.000, 4.000 Quadratmeter, dann bin ich auch mit Dekorieren schneller fertig. Weil auch so werde ich nur da immer gut Zeit investieren. So, die haben aber noch keinen stabilen Rückzugsort. Ich würde mal hier so machen. Und schon haben wir stabilen Rückzugsort. Jetzt können wir den hier dann eine kleine Höhle da gestalten. Und einfach so hier so ein bisschen machen und dann wieder mit Felsen und so. So, da ist der edle Racker. Das sieht halt wirklich super aus, ne? Guck mal. Ist das jetzt eigentlich Albino? Das ist doch dann Albino-Rentier, oder? Also steht halt einfach nur weißes Fell dabei. Ich weiß es nicht. Früher stand da nur mal Albino. Okay, Brücke machen wir gleich und alles. Jetzt schaue ich erstmal, dass ich das Wohlbefinden hochbekomme. Lebensqualität. Lass das mal forschen. Mitarbeiterforschung. Rentier. So, kümmere dich mal wieder drum. Wir müssen noch Leute einstellen. Ticket zu günstig, darum kann ich mich auch gleich kümmern. Mitarbeiter. Wir brauchen auf jeden Fall, lass mal noch ein, zwei Zoopfleger einstellen. Hier, dann hätte ich hier gerne noch einen, dass die immer schön sauber machen. So, und dann hätte ich gerne Tierpfleger. So, wie weit ist denn der Arbeitsweg von da nach da? Ich denke, das ist noch okay, oder? Auf jeden Fall muss ich dann gleich mit Arbeitsbereichen arbeiten. Das wäre sehr, sehr wichtig. Das machen wir dann gleich. So, Gehege. Rentier. So, okay, großer Ball. Oh, das rollt doch bestimmt alles wieder ins Wasser rein, oder? Ich glaube, der rollt jetzt schon wieder ins Wasser rein. Nee, der rollt in die Höhle. Okay, schön. So, Futterspender. Ist das für Rentier gut? Ja, ist für Rentier gut. Okay, machen wir Futterspender hin. Futtertrog könnten wir hier auch noch einen hinsetzen. Machen wir ungefähr hier hin. So. Dann Kegel zum Spielen. Machen wir hier einen hin. Hier einen hin. So, und ein Schneemann-Kegelspiel können wir auch noch hinsetzen. So. Okay, wie geht's euch? Wohlbefinden 98%. Wunder, wunder, wunderschön. Ich frage mich, ob die auch ins Wasser gehen, aber ich denke mal schon, dass sie auch schwimmen gehen werden und so. Also der grobe Aufbau, der gefällt mir jetzt schon mal ganz gut, muss ich sagen. Der gefällt mir schon mal ganz gut. Oh, ich muss aber sagen, ich mag die Rentiere, ich finde die cool. Die Augen haben die auch für gut hinbekommen, ey. Ja, mach dich erstmal sauber, genau.
Ich bin super auf die Babys gespannt. Lass mal eben Einstellungen, Spiel, Tiereinstellungen, die Alterungsrate wieder auf normal einstellen. Dann kriegen die nämlich auch schneller Babys wieder. So. Noch so, der Bereich hier oben finde ich auch erstmal gut. Ich meine, wir haben hier ja noch nichts gemacht oder so. Aber der grobe Aufbau, der gefällt mir schon mal. Der ist schon mal schön. So, gehen die jetzt hier in die Läden. Ja, sieht gut aus. Das funktioniert schon mal. Wie ist die Zufriedenheit? Ist überall grün bis auf Bildung. Aber das kennen wir ja nicht anders. So, Leute. Okay, dann lassen wir erstmal den Basic-Stuff noch schnell platzieren. Und auf jeden Fall Spendenboxen. Machen wir hier eine hin. Hier eine hin. Und hier eine. So, und es funktioniert auch, dass die Gäste von hier hingucken können auf die Insel. Das ist ja sehr cool. Aber das ist noch ein bisschen blöd. Die müssen halt jedes Mal hier rüberschwimmen. Ne? Das mag ich noch nicht so gerne. So, dann würde ich mir jetzt einfach mal den Felsen hier schnappen. Da kriegt man doch bestimmt einen coolen Übergang hin, oder? Ich denke schon. So, jetzt müsste es aber eigentlich gehen, oder? Müssen wir mal. Ja, sehr cool. Okay, cool. Jetzt können die das als Brücke benutzen. Und sie benutzen es auch direkt als Brücke. Wenn das nicht edel ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Dann weiß ich auch nicht. Hauptsache, ich habe für ihn 8000 Arterhaltungspunkte ausgegeben. Das ist halt total übertrieben. Also vom Preis her ist es halt echt heftig, aber... Ach, keine Ahnung. Ich dachte, wir gucken uns den einfach mal an. Sehr auf die Babys gespannt. Ja, ich muss jetzt durchziehen hier. Ich werde jetzt mal hier noch hier rüber gehen, einmal, komplett. Das wird auch nochmal sehr viel ausmachen. Und dann werden wir jetzt aber gleich mit Vegetation anfangen. Und dann würde ich nochmal schauen, wegen dem Gewässer, ob wir da ein bisschen Eis einarbeiten können oder so. Hätte ich auch Bock drauf, glaube ich. Es ist aber abgefahren, ne? Man kann mit zwei Felsen arbeiten. Und nur wenn man das ein bisschen dreht die ganze Zeit und so, sorgt das schon dafür, dass das am Ende... Also man sieht es nicht, dass es immer nur zwei Felsen sind. Außer man weiß es vielleicht. So. Okay, ich wollte jetzt mal anfangen, hier mal auf diesen Bereich hier schon ein, zwei Pflanzen zu platzieren. Lass das mal eben machen. Wir können natürlich auch mal ein paar so in die Steine reinbauen, die dann ein bisschen schräger wachsen oder so vielleicht. Ein wenig. Das ist krass, was das ausmacht, oder? Wenn hier dann gleich ein bisschen Wald ist und so, das sieht halt gleich so viel schöner aus. Bäume sind halt echt OP, Leute. Ich sag's euch. Ne, und zwar mal mein Gedanke, dass wir hier, dass die hier so liegt, so über und so drüber hier. Müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen, dass es schön aussieht. So. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Wartet mal, vielleicht, indem wir... hier einfach noch so eine Stütze. Hier noch einen Felsen mit machen, dann wird das schon wieder Sinn ergeben, wenn der so drauf liegt. So ein bisschen im Schnee drin, wisst ihr? So, wenn wir jetzt hier so machen... Ah, das sieht halt... Das sieht halt so cool aus von oben dann, finde ich. Rehtier erwartet Nachwuchs. Okay, lass gleich mal schauen. Moment, ich mach noch schnell. Jo, das Dunkle gefällt mir noch nicht. So. Okay, das ist schon mal deutlich besser. Nachwuchs, Juni, Jahr 31. Okay, dafür geht noch ein bisschen Zeit. Aber wir kriegen gleich Rentierbabys, Leute. Nochmal. Hier, Juni, auch Jahr 32. Und nochmal, Jahr 30. Die sind ja alle. Die sind alle trächtig, Leute. Der Andreas hat ordentlich, war fleißig. Wir könnten auch diesen Felsen hier, den ich gerade habe,
Den gibt es doch bestimmt noch als Eisfelsen, oder? Hundertprozentig. Der hier. Wichtig ist nur, dass die noch hochkommen. Das sieht total cool aus, das Eis. Ich weiß nicht, warum, aber ich feiere es ab. Ja, cool, 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 cool. So, und jetzt müssen wir halt noch einen Übergang hinbekommen, also dass die hochkommen. Ja, guck mal. Also ins Wasser kommen sie auf jeden Fall noch. Das ist schon mal schön. Und das finde ich halt jetzt so toll hier mit diesem Eis. Ich mag das. So, also das Gehege ist jetzt noch nicht 100% fertig, ne? Aber ich meine, wenn man so jetzt schon guckt, sieht es schon mal ganz schön aus. Das muss man hier noch machen, das ist noch nicht zu meiner Zufriedenheit. So. Okay. So. Schaut mal, Leute. So von hier? Was meint der Chat? Auch nochmal WB YouTube. Wir haben leider gerade über 10 Grad gehabt und deswegen war der Schnee weg. Ich habe jetzt hier überall Klimaanlagen hinplatziert und so. Da ist er, Leute. Unser Rentiernachwuchs. Oh, ich dachte gerade, das hätte so ein ganz kleines Geweih. Jetzt schon. Schön gewundert. Oh, du bist ja ein richtig kleiner Kletterer. Das sieht ein bisschen komisch aus, was du da machst. Aber gut. So, Loppa. Loppa ist unser erstes Rentierbaby, Leute. So, Leute. Denkt an den Daumen, denkt an Feedback. Ihr kennt das. Support ist wirklich super hilfreich. Ne? Jeder Daumen, jeder Kommentar hilft dem Video auf jeden Fall weiter. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Macht's gut. Tschüssi.